Moin Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einbrechersimulator 2. In der letzten Folge haben wir unseren ersten Raubüberfall gestartet und haben jetzt einen Auftrag von der Mafia bekommen. Und zwar beklaue einen Kerl mit rosa Haaren. Und den sehen wir jetzt hier scheinbar gerade auf der Minimap. Das einzige Problem ist, ich kann gar keine Leute beklauen. Ich habe den Skill noch gar nicht gelernt. Das Gute ist, wir sind gleich Level 10. Bedeutet, wir müssen gleich ein bisschen was klauen. Ich check mal ganz kurz. Vielleicht kann ich dich ja doch einfach beklauen. Da, beklaue einen Kerl mit rosa Haaren. Moin! Es geht! Oh, sag mal. Du bist richtig unfreundlich. Ja, ich habe hier keine Chance. Weil wenn wir jetzt hier mal kurz schauen, Fähigkeiten... Taschendieb. Bestehle jede Person und finde heraus, was sie in ihren Jeans verstecken. Können wir halt leider noch nicht skillen. Ah, stimmt. Das hier wollte ich ja. Verringe den Hörbereich der Menschen um 1 Meter. Das mache ich mal. Weil diese schneller sprinten, das will ich nicht. Und das sind, glaube ich, auch die einzigen Sonderpunkte-Skills. Ja, dann lerne ich das mal. Und dann verringere... Ach so. Das kann ich erst mit Stufe 16. Ja, da warte ich aber trotzdem drauf. Weil das finde ich schon ganz geil. Hier fehlen uns auch noch die Stufen. Okay, dann schauen wir doch mal, dass wir jetzt irgendwo, wollen wir die antike Kaffeemühle von 108? Nee, ich würde eigentlich ganz gerne mal in ein Haus, wo wir noch nie waren. Ah, ihr habt mir auch gesagt, ich soll unbedingt die Mikrokamera kaufen, weil die braucht man nicht jedes Mal neu. Warte mal. Und dann hat man halt die Routine der Leute, wenn man 24 Stunden lang wartet. Das ist eigentlich auch ganz geil. So, lass mal nach Hause fahren. Wir müssen sowieso einmal auch Geld einzahlen. In die gute Bank. So, kurz Offroad. Angeblich kann man das Auto hier ja auch tunen. Ich weiß gar nicht, ob wir da schon mal irgendwas gesehen haben, wie das geht. Ich glaube nicht. So, guten Tag. Ich würde gerne einmal ein bisschen einkaufen. Mikrokamera, ja, für 500. Obwohl, da steht jetzt auch eine Mikrokamera. Hm. Obwohl, dabei Stethoskop steht auch einmal. Haben wir ansonsten... Ich verstehe immer noch nicht, was dieses Kabinendemontage-Werkzeug-Ding ist, ne? Der Drohne-Neobot. Drone-Tag, Fly-by-Light. Aber man würde halt so viel Geld und die Drohne benutze ich meistens auch nur zum Checken der Leute. Ich meine, wir sind ja auch noch ganz am Anfang. Ah, stimmt! Eine Sache, die ihr mir auch gesagt habt, und zwar... Warte mal, ist das hier? Ja, das sollten wir öfter mal verwenden, weil hier kann man Sachen reinlegen. So dass wir, wenn wir irgendwo einbrechen, eigentlich viel mehr Kram mitklauen könnten. Kurz nochmal das Geld einzahlen. Dark Bank, Einzahlung. Oh, das ist jetzt aber lecker Schmecker, dass wir schon 20.000 haben. Ja, dann mal ab zur Madison Street. Guck mal hier, was ist denn mit der 111? Das hier sieht doch auch ganz nett aus bei den Leuten. Die sind doch auch nicht krasser als die anderen Häuser. Guck mal hier. Haben wir denn vielleicht sogar einen Auftrag für die? Wenn ich hier mal so hingehe, nee, die Familie Adlays. Ah ja, guten Tag, Ma'am. 112, die hat auch bestimmt richtig geilen Kram. Oha, die haben sogar einen Pool. Und das Geile ist, da sehe ich doch direkt einen Laptop. Das sind aber auch die mit sogar mit Häusern. Autos, meine ich. okay, Paletto. Lass mal hier rein. Lass mal gucken. So, hier ein bisschen Automat. Das Geile ist, hier kannst du ja 10 von 10 fliehen. Du kannst einfach nach hinten rausrennen. Ich werde wahrscheinlich sowieso direkt gecatcht. Oh, guck mal, hier gibt es scheinbar gerade Malerarbeiten. Hallo, hier kommt der Weihnachtsmann. So, einmal ein bisschen Glas schneiden. Sehr gut. Ganz leise. Ist hier jemand? Nö. Oh. Das ist hier aber ein ganz feines Haus. Oh, also jetzt ehrlich. Oh, ein Safe. Das ist geil. Oh, warte mal, wie geht das nochmal? Oh. Ah, hab ich? Oh. Merken, 33. Ja. Aha. Oh. Oh. Oh Gott. Ich hab so Angst, dass ich... Ja, warte, hier bin ich doch gleich. Jawohl. So, jetzt noch loggerfloggig die 83 und dann ist das Ding offen. Perfekt. Und was hast du Schönes drin für Paletto? Was ist das denn? Oh, Goldarmband. Das können wir doch wieder auseinandernehmen. Das ist eine nette Sache. Ja, hier Kopfstatue. Da vorne habe ich doch aber auch irgendwie noch einen geilen Gaming-PC gesehen.
Staubsauger. Ja, gibt 20. Ruder brauchen wir jetzt. Ne, guck mal hier. Das ist doch was Nettes. Gaming Cock. Oh, den müssen wir tragen. Schmeiß raus. Den Monitor. Rein damit. High-End. Hier ist doch auch nochmal was. Mach direkt auf. Mach direkt auf. Komm, 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 komm. Zack. Leise. Leise, 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 leise. Ja, schön VR-Headset. Jo, hier ist ein richtiger Gamer. Das ist, wie geil ist das denn? PC-Maus. Wir brauchen nicht mehr viel, damit wir hier... Den müssen wir wahrscheinlich auch tragen. Ja, schmeiß auch noch den Drucker raus. Schmeiß doch den Drucker raus. Oh. Ja, auf. Okay, warte. Ich leg die beiden hier hin und dann komme ich mit dem Auto vorbei. Zack, Alter. Hier hat jemand sein Gaming-PC und den Drucker liegen lassen. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Das Ding ist, uns fehlen eigentlich nur noch 50 EP. Ich hoffe einfach, dass wir irgendwas verkaufen können. Wisst ihr? Im Sinne von bei Black Bay. Da gibt es doch auch immer Erfahrungspunkte für. Warte mal. Holen wir ab. Das war eigentlich ganz geil, muss ich sagen. Also die will ich nochmal ausrauben, weil das war ja locker easy. Also einfacher als so manche andere Dinger. So, lege ich jetzt hier. Also klar, wir könnten jetzt natürlich wieder rein. Oh, guck mal hier. Die kriegen wir erst, wenn sie im Auto liegen. Perfekt. Nur das Ding ist, wenn ich jetzt von denen gecatcht werde, dann kriege ich keine Erfahrungspunkte mehr. Und auf die habe ich schon Bock. So. Gut, die werde ich direkt beim Pfandleiher verkaufen. Gucken wir doch mal, was wir hier noch am Start haben. Die Kopfstatue, die Vase, VR-Set. Ja gut, und den Rest können wir verkaufen. Aber mit ein bisschen Glück. Black Bay. Nee. Elektronik. Nee. Wertsachen. Nö. Und nö. Schade. Aber egal. Hallo. Ja. Dich habe ich doch schon mal gestreichelt. Ja, du bist eine ganz feine. So, lass dir mal den Kram verhökern. Und dann sind wir auch schon bereit, den einen Typen zu überfallen, oder? Der mit dem pinken Haaren. Das ist dieser Reason. So. Guten Tag. Ich hätte einmal einen gigantischen Drucker und einen geilen Gaming-PC. Zack. Ja, mir geht's gut. Vielen Dank. Ihnen auch? Der schreit mich immer hier an bei dem. So, komm her hier. Ja, können eigentlich alles verkaufen. Das muss doch jetzt dick Kohle geben. Wir haben null. Und jetzt? Zack, 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 zack. Oh, Alter, was war denn 2500 wert? Alter, das war ja der Moneymaker hoch 10. Ich will jetzt aber trotzdem mal gucken, dass ich die eine Person überfalle. So, Taschendieb. Ja, das ist ja das, was ich lernen muss. Autodiebstahl könnte man auch schon. Wahrnehmung Stufe 2. Du kannst Personen aus größerer Entfernung erkennen. Der Wert der Beute wird erkannt. Schaltet Informationen über die Bewaffnung im Planungsmodus frei. Nee, warte mal. Ich speichere das mal lieber ab. So, Spiel gespeichert. Und jetzt gehe ich zu dem Typen. Nicht, dass ich hier umsonst irgendwas skille, was ich gar nicht brauche. Zack. So, neue Fähigkeit erworben. Taschendieb. Da hinten läuft er. Guten Tag. Hallo. So. Ah ja, Taschendieb. Oh, was muss ich machen? Du verhältst dich verdächtig. Ja, ich weiß nicht, wie dieses Minispiel funktionieren soll. Was muss ich denn drücken? Ach so, ich muss immer mit der linken Maustaste meine Hand da so im grünen Bereich haben. Ah ja, habe ich, danke. Ehrlich gesagt genieße ich das irgendwie. Wenn ich dich durch dieses Desaster führe, fühle ich mich lebendig. Du bist wahrscheinlich auch begeistert. Ja, weiß nicht, ob ich begeistert bin. Breche in 107 ein und finde den Schrank, öffne ihn und nimm die Karte mit. Was soll ich dir sonst noch erklären, wie man geht? Mach deine Arbeit, damit wir unser Leben noch ein bisschen genießen können. Sag mal, was soll das denn? Warum sind die Leute denn hier immer so gemein zu mir? Sie sagt einfach... Was soll denn das? Ich bin doch auch ein Mensch. Gut, hier müssen wir rein. Ja, gar kein Problem. Hallo? Oh nein, da ist ein Hund. Okay, aber ich habe doch Hundefleisch. Ah ja, den... Muss ich den... Zerstöre den Stuhl. Oh, du bist durchgekommen. Hallo? Was bedeutet, du bist durchgekommen? So, warte mal, wir gehen jetzt erstmal hier so ein bisschen rein. Was ist das? Ach, hier ist eine freaking Kamera. Okay. Leute, wie immer die kleine Info. Weihnachtsmini-Paluten kann man ab dem 1. November 20 Uhr auf paluten.shop bestellen. Inklusive Schoki Adventskalender und Mega-Mini-Paluten-Drop am 1. Dezember. Auch ab 20 Uhr auf paluten.shop. Weiter geht's. Gut, kein Ding. Das Gute ist, glücklicherweise habe ich gespeichert. Dann lass mal hier kurz gucken. Hier kann ich einfach drüber jumpen, oder? Oh, guck mal, vorbildlich. So eine
Wärmepumpe, oder nicht? Also das Ding ist da oben. Das Problem ist, da ist auch der Hund. Kann ich den hier irgendwo hochklettern? Vermutlich nicht. Hier ist noch eine Kamera. Ja, moin. Hallo, Hund. Ja, was soll das denn jetzt? Moin, Digi. Ja, was soll das denn jetzt? Der hat mich da mit Pepperspray vollgesprüht. Der Kranke. Ja, warte mal, ich kann doch hier auch einfach... Wo ist denn da die Kamera? Ich habe doch hier meine Drohne. Ist das die Kamera, die mich aufnimmt? Warte mal, ich will mal kurz checken. Ist das eine... Nee. Wo ist hier denn hier eine Kamera? Ja, jetzt hör doch auf, mich wieder voll zu spritzen. Ich suche deine Kamera. Ja, warte mal, jetzt kriegst du eine. Jetzt, du bleibst stehen. Weil die kann ja nicht unsichtbar sein. Wo ist die... Ah, da. Okay. Warte mal, dann gehen wir mal kurz hier hin. So, warte mal, Kamera deaktivieren. Dann gehe ich hier kurz hin. Schmeiß hier meine Mikrokamera rein. Zack. Und, ja, was denn? So, und dann gehe ich kurz zum Auto, schlaf 24 Stunden lang, hol dann die Mikrokamera wieder raus und dann weiß ich Bescheid. Wir müssen sowieso hier einmal unser Auto umpacken. Oh, schöner Mond. So, Reparaturkosten 24. Glücklicherweise ist mir das auf dem Nürburgring nicht passiert, dass ich da irgendwas kaputt gemacht habe. Weil da hatte ich echt Respekt vor. Und da geht es auch nicht, ob ich mir einen Schaden an so einem Porsche hätte leisten können. Für die Leute, die es vielleicht nicht wissen, ich war am Nürburgring, wurde da eingeladen und bin zum ersten Mal Porsche gefahren. Aber also das will ich ja auch einfach nicht. So, warte mal, jetzt schlafe ich bis... Reicht auch, wenn ich bis 18 Uhr schlafe oder muss ich wirklich 24 Stunden pennen? So, ich guck mal, ob ich das Ding jetzt einfach wieder abholen kann. Obwohl, warte mal. Ich schlafe noch mal kurz einen Ticken länger. So bis 22 Uhr. Vielleicht schlafen die ja dann mittlerweile auch. So. Was ich mich jetzt frage ist... Ah ne, die Kamera ist immer noch deaktiviert. Oh, das ist der Hund. Hallo, ich will nur kurz meine Kamera hier wieder rausholen. Danke. Gut. Ja. Der Hund, der ist dann in seinem Arbeits... Also wir haben wirklich scheinbar nur ein ganz kleines Zeitfenster, was in den Morgenstunden liegt. Kann das sein? Ah, wahrscheinlich. Ich kann mir vorstellen, dass die einen Gassi gehen. Ah, warte, jetzt, die schlafen. Ah, guck mal, die gehen jetzt beide pennen. Und der Hund sitzt da vorne. So, guck mal, dich kann ich doch jetzt easy mit einem Stück... Ich probiere das jetzt mal. Nimm mal ein Stück Fleisch von mir. So. Onkel Paletto kommt jetzt mit einem Stück Fleisch. Ah, das kann ich so werfen. Ja, gut. Hallo. Du siehst mich einfach nicht. Ah! Bitte, ja, nimm mal da. Ja, ja, lecker. Mm. Oh, ein Keyboard. Okay. Wollte ich als Kind immer haben. Was muss ich denn jetzt hier? Hier muss ich irgendwas klauen. Das ist in deren Schlafzimmer oder was? Jetzt aber nicht plötzlich aufwachen, ne? Ich muss hier kurz einmal hier ran. So, danke. Habt ihr ansonsten hier noch irgendwas Wertvolles? Nee, ruf mich doch nicht jetzt an! Okay. Überfall können. Okay. Ja, ja, warte. Ich muss jetzt erstmal hier runter. Was habt ihr denn noch am Start? Hundi ist noch am Fressen. Das ist geil. So, ich muss hier nämlich einmal kurz, glaube ich, was kaputt schlagen. Genau. Das hört ja niemand, oder? Nee. Oh nein. Paul. Oh, nein, lauf, Paletto, lauf! Ah! Okay. Ich sprinte einfach raus. Okay, da hinten kommt die Polizei über den Spielplatz. Hauptsache, wir haben es geschafft. Und hopp. Aber ins Versteck. Gut, aber wir haben zumindest den Auftrag da erfüllt. Das ist ein Success. Was geht hier ab? Achso, ich weiß doch, wie das geht. Das muss ich doch jetzt nicht nochmal machen. Das ist jetzt der Raubüberfall auf Lager. Wir müssen noch eine Garage kaufen. Oh, da kann man vielleicht dann Autos klauen. Aber dann hebe ich mal die 8000 ab, damit wir dann, glaube ich, ready sind für Autos. Darkbank, abheben bitte. Nochmal 4000. Dankeschön. Vielen Dank für die Blumen. Jawohl, kaufen. In der Garage kannst du gestohlene Autos aufbewahren und ihre Teile zum Verkauf ausbauen. Außerdem schaltest du damit einen käuflichen Sportwagen beim Autoservice frei. Eine gute Investition, um genau zu sein. What? Was kann ich mir kaufen? Einen geilen Sportwagen, oder was? Guck mal hier. Das ist ja geil, aber wo kann ich jetzt ein Auto kaufen? Habe ich hier nochmal extra Platz? Nee, das ist ja geil. Aber beim Autoservice oder so stand da. Haben wir da jetzt auch was weiteres am PC freigeschaltet? Das würde mich interessieren. Nee. Ah, guck mal, hier haben wir zerstöre die Waschmaschine bei den Perrys und bei den Colebrooks zerstöre das Fenster. Oh ja, das sollte doch machbar sein.
eine Notiz ohne Fleck anlegen bei den Fosters und dann nochmal mach ein Foto bei den Fosters. Cool. Haben wir denn hier was Neues? Nicht. Obwohl das Schmuckwerkzeug wird sich wahrscheinlich lohnen, oder? Ich glaube, das kaufe ich einmal. Weil wir haben doch eben auch einmal Schmuck gefunden. Dann hebe ich nochmal ein bisschen Geld ab. Wer den ersten Teil kennt, der weiß ja, dass man Schmuck mit dem Tool zerlegen kann. So, jetzt müssen wir mal gucken, wo war das nochmal? Hier. Ja, genau. Goldarmband. Weil wenn man das weg... Habe ich das jetzt gemacht? Ah, ne, ich muss jetzt hier... Ah, ja, ja, sehr gut. Damit man das irgendwie nicht nachvollziehen kann. So, die ganzen Edelsteine rauslösen. Und das Gold wird dann eingeschmolzen. Oder? Nee, das haben wir jetzt gemacht. Ah, guck mal an. Planungsmodus upgraden. Brechstange brauchen wir nicht. Gamerhände verstehe ich immer noch nicht. Dietrich, Stethoskop. Ah, dann ist das... Wetten, das Stethoskop ist... Das, da kann man das Ding dann schneller drehen. Aber aktuell bin ich eigentlich relativ happy mit allem. Ah, guck mal hier. Stiehl den Gabelstapler ist unser Hauptziel. Was ich mich allerdings frage ist... Oh ja, hier sind echt viele Hinweise. Wie kaufe ich denn jetzt ein Auto? Ich kann mir vorstellen, warte mal, wenn wir hier reingehen, Fahrdienst, genau, da ist doch dieses eine Ding, wo ich einmal aus Versehen hingelaufen bin. Zack, und kann ich bei dir jetzt ein Auto kaufen? Autos? Nee, Monitor. Ah ja, verkaufen, ja, ich kann alles verkaufen, auch den Zinn. Oh, 400. Ja, verkaufe ich alles. Also falls jemand eine... Oh, for sale in der Aktion. 25.000, der Shadowhawk GT. Das wäre schon geil. Ist auch der einzige, den man hier scheinbar kaufen kann. Es sei denn, man kommt... Nee, man kommt hier echt nicht vorbei. Ey, wir brauchen 25.000. Das wäre... Alter, der Wagen sieht schon geil aus. Den hätte ich gern. Dann würde ich sagen, gehen wir schon mal ins Versteck und dann lass einfach mal gucken, wie viel Geld wir noch brauchen für das Auto. Obwohl, sollen wir so viel Geld dafür ausgeben? Uns würden ungefähr 10.000 fehlen. Ich mache jetzt erstmal so ein bisschen hier den Raubüberfall. Ich wollte ja sowieso auch irgendwann nochmal ins Forestside Resort, weil da haben wir auch noch nicht, bei weitem noch nicht alles geklaut. Das Geile ist aber, dass wir das ja immer easygoing machen können und auch wiederholen. Weil das war meine Angst am Anfang. So, jo, wenn ich das nur einmal machen kann, dann muss ich das lohnen. In Ordnung. Ich hoffe, du bist geistig und körperlich bereit. Du musst den Schlüssel zum Gabelstapler finden. Er ist wahrscheinlich irgendwo in einem Safe. Schnapp ihn dir, deaktiviere dann vielleicht die Kameras, um dir das Leben zu erleichtern und fahre den Gabelstapler hier raus. Ja, klingt super einfach, Diggi. Also, nichts leichter als das. Ich werde erstmal hier die einfach deaktivieren. So, hier sehen wir so einen Typen. Ich glaube, das wird richtig schwer. Weil da hinten sehe ich irgendwie den, HiFi-Verstärker im Korridor. Wir gehen erstmal rein und gucken, dass wir maximal Beute machen. Ah, hier drin ist ja auch direkt schon jemand. Wir müssen uns erstmal einen Überblick verschaffen. Erstmal vielleicht ein bisschen weg von dem einen Typen. Aber hier kommst du ja auch nicht einfach rein. Vor allem kann ich mir vorstellen, dass hier gleich wieder eine Kamera auf uns wartet. Oh, hier geht's nach oben aufs Dach. Das wäre doch gar nicht so schlecht. Ja, sieht auf jeden Fall interessant aus, wie man klettert. Da ist auch noch einer. Ach, guck mal, hier kannst du von oben ninja-mäßig runter. Gibt es denn sowas wie Fallschaden? Ich glaube, er dürfte mich jetzt ja nicht sehen. Warte mal, ich mache das einfach mal von oben Ninja-Style. Ich glaube nicht, dass es Fallschaden gibt. Whoop! Nee, gibt's nicht. Chillig. Nehme ich das mal direkt mit. Walkie-Talkies in einem Metall... Okay, aber... Das ist doch jetzt nicht so viel wert. Walkie-Talkies. Zack. Naja, wir nehmen sie trotzdem mit. Da vorne ist irgendwas, was Wert hat. Hier ein kleiner Laptop. Ah, nee. HiFi-Verstecker und Subwoofer. Hey, ist das hinter der Wand? Ja. Oder? Ich sehe doch hier das Dollar-Sign. Ja, das ist dahinter. Okay, Erdschild da drin. Kann uns aber scheinbar aktuell nicht unbedingt sehen. Oh, da vorne ist ein Ausrufezeichen. Ach, guck mal, was ist denn hier vorne? Sind das die Kameras? Warte. Oh, nee. Bleibt ihr mal schön dahinter. Ganz leise hier rein. Kopfhörer. Ah, hier ist der Safe. Oh Gott, das wird wieder 3 Jahre dauern. Oh Gott. Bitte nicht. Komm nicht zu mir. Bitte. Bitte nicht. Bitte nicht. Nicht zu mir. Ich hasse das, wenn ich nicht sehen kann. Jawohl, mach auf. Müsst uns den Code... Oh, ja, das ist ja ein bisschen Geld.
geschenkten Gaul. Schaut mal nicht. Oh, ins Maul. Wo gehst du? Geht irgendeiner von euch hier hin? Nee. So, wo ist denn jetzt der... Da hinten ist der Gabelstapler. Du siehst mich nicht. Du siehst... Oh, okay, 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 okay. Mist, wir müssen aber irgendwie an denen vorbei, oder? Oder ist hier hinten noch ein anderer Weg rum? Ja, einer geht nach hier vorne. Puh, einer kommt, einer kommt, einer kommt. Lock him up. Was? Achso, hat eine offene Tür gefunden. Okay, ja, ja, das ist in Ordnung. Ich weiß nicht, warum du jetzt ausgerechnet nach da hinten sprintest. Wie, hast du denn da jetzt bitte eine Tür gesehen? Digi, was ist denn bei ihm jetzt los? Er sprintet, er rastet aber völlig aus jetzt. Kommen wir hier irgendwie an dem Typen vorbei? Puh, warte mal, er geht bald um 17 Uhr darüber. Oh, das macht er jetzt. Oh, Alter. Puh. Oh nein, jetzt hat er schon wieder eine offene Tür gefunden. Und ich komme hier irgendwie auch nicht durch. Hier ist kein Weg rüber. Warte mal, ich mache hier Glasschneider. Komm, bitte, mach. Spring durch. Spring doch durch. Junge, warum soll ich denn den Glasschneider benutzen, wenn ich da nicht durch kann? Das Spiel will mich... Nein, und jetzt catcht er uns. Ah, da ist eine Tür. Ja, kannst du bitte aufhören, hier die ganze Zeit wie wild rumzusprinten? Kommt er wieder zurück? Oh, ja, kommt er. Shh. Oh Gott. Okay, er ist wieder im normalen Modus. Oh nein. Drohne. Kamera deaktivieren. Jetzt fahr das Ding einfach weg. So, und weg. Falls jemand jetzt hier Stress sucht, fahre ich ihn einfach platt. Let's go! Komm schon. Raus. Boah. Mehr Glück als Verstand. Alter. Yo. Ja, warte. Hast du das Schmuckwerkzeug? Wenn nicht, musst du es bei sie. Hab ich. Stiel es, zerschneide es und schick es über Black Bay. Business ist. Ja, weiß ich doch, wie das geht. Weiß ich. Bereite das Armband vor und verkaufe es auf Black Bay. Hä? Wurde hier gerade irgendwas geskippt? Was für ein Armband denn? Ich habe doch gerade jetzt hier so ein Weltklasse-Ding. Warte mal, was soll ich über Black Bay verschicken? Ah, ich habe hier zumindest Low-End-Laptop. Warte mal, ich guck mal hier bei Wertsachen. Ah, Goldarmband senden. Ist es das? Ah ja, chillig. Guter Job an Ort und Stelle. Ich vertraue dir kein bisschen, aber vielleicht gibt es ja noch eine Verwendung für dich. Ja, danke. Ich brauche ein paar Innenaufnahmen von 106 Maxi und ich werde dir noch ein paar Schulden erlassen. Oh, warte, wie viele Schulden hast du mir denn schon erlassen? Wir haben unseren ehemaligen Mitarbeiter aus dem Gefängnis gerettet. Er schuldet uns 100.000. Meine Freundin Winnie sagt immer, was er tun soll. Sie spricht ihn an wie ein Hund. Ich genieße es, dir das Gleiche anzutun. Sag mal, das macht dich nicht unbedingt sympathisch, Alter. Wie viele Schulden habe ich noch? 460.000 habe ich nur noch Schulden. Chillig. Aber das war gut. Das war an sich mega mega die geile Klauattacke. Aber den komischen Wagen habe ich jetzt trotzdem nicht. Oder hat er mir deswegen diese 40.000 Schulden erlassen? Weil anfangs hatten wir 500.000 Schulden. Aber nun gut, Leute. Ich würde sagen, das war's für heute. Wir haben erfolgreich einen Gabelstapler geklaut, einen süßen Hund gefüttert. Also besser wird's nicht mehr. Leute, das war's mit der heutigen Folge. Lasst super gerne ein Like da, wenn ihr weiterhin Bock habt auf das Let's Play. Schaut wie immer gerne auf paluten.shop vorbei. Für Mini-Paluten und vieles mehr. Danke fürs Zusehen. Haut rein. Ciao, ciao.